So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von diesem fantastischen Wimmelbildspiel. Wir sind letztes Mal stehen geblieben bei der Ollen hier, die ja noch immer ins Taschentüchlein reinweint. Müsste eigentlich schon ziemlich feucht sein. Der Hund ist uns noch immer böse, obwohl wir ihm... Ah ja, Schnauze. Obwohl wir ihm schon den Knochen gegeben haben, also ja, sprechen wir nochmal mit der Alten. It looks like you've got the map piece back together, all right? If nothing else, it should help you get your bearings around the estate. You might want to begin your investigation by speaking with Mary, the cleaning woman we hired. It sounds like she's working in the bedroom upstairs. Again, thank you so much for helping us, Detective. Umzug. We were unexpectedly willed this old estate by Marcus's great aunt. He thought it was our big break. After some discussion, we sold our house and moved here from Ohio. If only we'd known what a run-down dump this place was. Naja, wohlgemerkt, ihr lebt schon länger hier, oder? Also ihr seid ja nicht erst seit einer Stunde hier eingezogen, ja? Dass das so ausschaut. Also, ich meine, hier hinten die Spinnenweben und alles, ja? Ich meine, was hat die gemacht, ja? Naja, Tochter. Our daughter Magnolia was the last person to see her daddy before he disappeared. I'm not sure I believe her, as she also claims to have seen a ghost that night. I'm afraid all of this has just been too much for her. Jo. Na gut, dann gehen wir mal zur Treppe rauf und noch einmal rauf. Mehrere schwere Bretter blockieren den Weg zum Balkon. Was haben wir denn im Inventar überhaupt? Nix. No, sehr schön. Da freue ich mich aber. Tür untersuchen. Aha, der Türknauf scheint kaputt zu sein. Der antike Stuhl sieht sehr unbequem aus. Woher willst du denn das wissen? Hast du dich ja nicht einmal noch reingesetzt. Naja. Oh. Ja. Eine verzierte Truhe steht am Fuß des Bettes. Huch, da war eine Katze gerade. Ich hab's genau gesehen. Mitzi. Na, reden wir mal mit ihr. How do you do, Detective? My name is Mary. Mary Lee. My husband and I found work here by way of an advertisement placed by Mrs. Lawson. They needed some help fixing up the place, and times being what they are, we gladly accepted. Certainly is a shame about her husband gone missing. Between me and you, there's something not quite right about this place. Jo, und zwar du, weil du nicht gescheit putzt. Drum geht hier alles in den Arsch. So, Umstände. It's been kind of lean for my husband and me. The bank foreclosed on our house. So we gotta make do by finding jobs place to place. One of the nice things about working for the Lawsons, they let us stay in that old carriage house down the road a ways. Also mich das nicht wundern, wenn eure Wohnung zwangsversteigert wurde und ihr euch von Job zu Job hangeln müsst, weil man, Entschuldigung, von Job zu Job, wenn du da mal richtig putzen würdest, ja, dann hättest du den letzten Job wahrscheinlich behalten und den vorletzten und den vorvorletzten, oder? Naja, Tochter. Poor child. She ain't been out of that room in days. Can't say I blame her. If I saw a ghost taking away my daddy, well, I'd hide my head under the covers, too. She only comes out when she's hungry. And she locks herself back inside. Verstehe ich. Geist. Of course I believe in ghosts. Local folks say that there's a pirate ghost that walks along the hall in the manor with us. Now, I ain't got time to be jawing with you. Not when there's work to be done. Now, why don't you make yourself useful and go get me some cleaning supplies and put them in that chest down by the foot of the bed? Geht's noch? Was? Ich als Detective soll jetzt da ihre scheiß Sachen finden? Ey, Alter, wo kommen denn... Also. Ein Wimmelbild. So, was haben wir? Kalender, Teddybär und einen Zug. Kalender, Teddybär, Zug.
Ich finde mal wieder gar nichts heute. Ist doch wunderprächtig. Taube, Mandoline, Katze. Taube. Ist das eine Mandoline? Ja. Und eine Katze. Wo ist die Katze? Die ist unterm Bett draußen. Zählt die nicht? Schade. Ein Flugzeug, eine Libelle. Eine Libelle habe ich schon gesehen. Die ist hier. Und ein Kleiderbügel. Das Flugzeug. Ah, da ist die Katze übrigens. Flugzeug, Kleiderbügel. Kleiderbügel. Und der Airplane. Like a shooting star. Airplane. Ah, Flugzeug. Da. Sanduhr, Kuckucksuhr, Ring. Ist das der Ring? Nein. Sanduhr, Kuckucksuhr und Ring. Jo. Ring. Hier. Sanduhr, Kuckucksuhr. Ja. Sanduhr? Nee, ich bin blind. Ich bin wirklich blind. Viel zu spät schon die Aufnahme. Und eine Kuckucksuhr. Einen Kalender und einen Zug suchen wir nach wie vor noch immer. Ja, wo ist denn der Kalender? Suchen wir mal den Kalender. Kalender, Alter. Bist du ein Kalender? Das wollte ich gar nicht. Hallo, wie komme ich denn wieder zurück? Ich habe es gar nicht so oft geklickt, Efeu. Lass mich in Ruhe. Komm. Dankeschön. Also ich bin blind, tut mir leid, ein Kalender ist hier. Zug habe ich noch immer nicht gefunden. Der Zug ist 10 Minuten von mir entfernt. Ich brauche nur zum Bahnhof gehen und da ist der Zug. Ja, ich bin gleich wieder da, ich hole ihn schnell. Einen Zug. Und eine Kuckucksuhr. Ein Zug und ein Kuckucksuhr. Ich könnte hier die Holzente nehmen und irgendwo reinstopfen. Und dann sagen, das ist eine Kuckucksuhr. Nicht? Schade. Jo. Ja. Ich bin wirklich blind. Ich benutze mal den Tipp. Oh. Oh. Auf das habe ich jetzt gar nicht geachtet. Gut. Ja. Offensichtlich heute zu blind für Wimmelbilder. Und einen Zug, gebiete, das gibt's doch nicht. Der Zug ist hier vor meiner Nase. Das kann's ja nicht sein, oder? Oh, ein Kleiderbügel. Okay. So, was braucht die Schnepfe alles? Ich soll die verschiedenen Putzmittel in die Truhe legen. Wieso ich eigentlich wirklich? Also das verstehe ich einfach nicht. Ich meine, ich als Detective habe nichts Besseres zu tun. Was sagt denn jetzt? Ja, du kehrst immer an der gleichen Stelle. Kein Wunder, wenn es überall so dreckig ist. Da ist eine Katze, da ist eine Katze. Ja, da fliegt der Putz von der Decke. Ja, da ist die halbe der Tapete schon runtergerissen und die kehrt nur an der gleichen Stelle. Immer an der gleichen Stelle. Ja. Also, die Alte will ich doch schon längst rausschmeißen. Kann ich vielleicht da was machen? Nein. Nichts passiert. Gut. Ein paar Umzugskisten geben wenig Informationen preis. Ja, das weiß ich selber. Na, dann gehen wir mal zum rechten Korridor. Kann ich vielleicht da reinbrechen? Nein, gut. Ich habe das Gefühl, dass sich etwas unter der Leinwand befindet, wenn ich darauf drücke. Ja, und ich drücke und drücke und drücke und es tut sich nichts. Naja, gut. Ja, danke. Dann gehen wir mal hier rein. Eine Kakerlake krabbelt schüchtern in der Badewanne herum. Schüchtern vor allem, ja. Da haben wir schon den Schwamm gefunden, den ekligen
Spieglein, Spieglein, an der Wand. Wer ist die beste Spürnase im ganzen Land? Ich, aber lassen wir das. Ja, ja. Oh mein Gott, nein, nicht noch eins. Ich bin doch heute eh nicht so gut. Gut, Pinzette, Zikade, Schere. Ja, bitte was? Was macht eine Zikade da drinnen? Und vor allem, wie sie wieder mal ausschaut. Boah, ey, alter Schwede. Okay, das ist die Zikade wahrscheinlich. Die Raupe werden wir auch brauchen. Die Raupe war doch schon im Kühlschrank. Aber bitte, so, was haben wir noch hier, was wir finden müssen? Eine Pinzette und eine Schere. Da ist die alte Schraube, was wir übrigens brauchen. Einen Brief brauchen wir hier auch. Ich finde alles, nur nicht das, worauf ich mich konzentriere. So, aber jetzt wirklich, Pinzette. Ist ja nicht so schwer, eine Pinzette zu finden, oder? Geld, Geld, hey, nimm das Geld und verschwind, komm. Achso, ich bin ein Detektiv, das geht ja nicht. Hab ich vergessen, da liegt auch wieder Geld drinnen. So, na, ist ja wurscht, eine Pinzette haben wir hier. Ein Maßband. Ist das eine Handgranate hier? Nee, oder? Na, schaut nur so aus. Okay. Ein Maßband, ein Fingerhut und ein Schallplattenring. Hä? Schallplattenring? Aha, kenne ich gar nicht. Ich meine, nicht in der Form. Fingerhut ist hier. Ich bin übrigens hier mit der Maus gewesen und schaue aber hier unten. Also nicht wundern, wenn ich manchmal mit der Maus vor einem, beim Objekt bin. Ich schiebe es einfach nur irgendwie weg. Ein Maßband. Ja. Armbänder, Schraubenzieher, Erdbeere. Was macht eine Erdbeere da drinnen? Bäh, wie eklig. Eine Erdbeere. Bist du eine Erdbeere? Nein, du bist vertrocknete Rosen. Da ist die Erdbeere. Und ein Schraubendreher oder Schraubenzieher. Nee. Da. Armbänder. Sind das Armbänder? Ja. Und jetzt fehlt mir gottverdammt nochmal nur mehr dieses Maßband. Wird doch nicht so schwer sein, oder? Ist das... Ja, anscheinend ist es schwer. Sonst würde ich es ja jetzt schon gefunden haben. Ja, und das versteckt sich natürlich hier ganz offensichtlich. Ich habe aber nicht das Maßband gesucht, sondern ein anderes. Okay. Wir haben eine Schere gefunden. Fensterläden untersuchen. Hinter dem klemmenden Fensterladen befindet sich ein schmutziges Fenster. Ich benötige etwas, um die Scharniere zu lockern. Vielleicht geht es mit einem Kleiderbügel. Nein. Vielleicht geht es mit einer Schere. Nein. Vielleicht kann ich endlich den Schwamm dazu benutzen, die Fenster zu putzen. Nein, geht auch nicht. Herr im Himmel, wirklich. Spieglein. Spieglein haben wir schon gehabt. Wer ist der Schirchste im ganzen Land? Das bin ich natürlich. So. Der staubige Kronleuchter ist außer Reichweite. Ja, na Gott sei Dank, würde ich mal sagen, oder? Das ist der Besen, sei es gewesen. Die Uhr weiß ich noch immer nicht, was ich mit der anstellen kann. Da ist noch immer der Schlüssel. Wartet einmal. Ja, richtig. Mit dem Schlüssel kann ich vielleicht hier aufsperren und hier reingehen. Aha, Gerüche aus der Küche dringen durch ein großes Loch im Wandschrank. Ein Spannerzimmer vielleicht. Nein, und wieder ein Wimmelbildspiel. Also, die verfolgen uns heute irgendwie. So, Damestein? Damestein? Keine Ahnung. Eine Ladaschenuhr ist hier, eine Pinzette ist hier, ein Würfel ist hier, ein Dosenöffner ist hier, ein Schwimmer ist hier. Nein, das war ein Korken. Tut mir wahnsinnig leid, liebe Leute. Haha. Was ist denn das gewesen? Ah, was? Das war ein Damestein? Ah ja.
Okay, hab ich nicht gewusst. Ja, begrab die Fliege, Efeu. So. Was haben wir denn? Ein Schwimmer, da haben wir übrigens einen Turm. Das war der Fingerhut. Der Fingerhut. Maßband suchen wir diesmal nicht mehr. Das ist der Schirm. Eine Ölkanne. Eine Ölkanne hier drinnen. Eine Ölkanne. Was ist denn das überhaupt, bitte? Was ist das Ekliges? Naja. Okay, da okay. Einen Schraubenzieher suchen wir auch nicht mehr. Das sind die Stricknadeln. Einen Kamm suchen wir. Ein kleiner, ein großer, ein kurzer, ich habe keine Ahnung. So, was finden wir, was suchen wir noch? Einen Schwimmer, Ölkanne und einen Kamm. Schwimmer, was ist das? Was, das war die Ölkanne? Also, das war für mich keine Ölkanne, aber bitte. Sondern eher ein Schweißbrenner. Aber ja, man kann sich auch irren. Schwimmer in Form von Schwimmer für Klos oder ein Schwimmer in Form von ich schwimme im Wasser. Ja, und ein Kamm. Ja, so, jetzt stehe ich natürlich wieder mal an, weil ich wieder mal nichts finde. Ah ja, das war für mich, tut mir leid, auch kein Schwimmer, sondern eher eine Kugel oder ein Wasserball oder, ja, ist wurscht. So, und einen Kamm, einen Haarkamm wahrscheinlich, oder? Einen Kamm, da, ach, ich bin blind. Ich sage ja, ich bin heute blind, tut mir leid, aber eine Ölkanne. Was mache ich mit der Ölkanne? So, da haben wir alles, da haben wir alles. Dann gehen wir wieder zurück. Was ist hier? Die Tür ist fest abgeschlossen. Wo ist denn sie jetzt hin verschwunden? Naja. Da befindet sich auch wieder was drunter, wie ihr das weiß, ne? Wartet mal, habe ich da vielleicht irgendwas, was ich brauchen könnte? Weil das war ja schon einmal der Fall. Ne. Hallo. Gut. Ja, da greife ich noch immer nicht rein, das ist richtig. Sind vielleicht hier noch irgendwelche Sachen, die ich brauchen könnte für die Dame da oben, für die nette Putzhälterin? Der Duft des Gumbos weht durch die Küche. Gumbo. Ja, ne. Was ist denn das? Eine Seife, natürlich. Haben wir die Seife gefunden. Eine Lampe haben wir noch immer nicht gefunden. Oh, jetzt kann ich sogar rausgehen. Sieht aus wie Überreste einer alten Schwarzbrennerei. Dieser Grill ist die Müllablade schlechthin. Das ist keine Worte, bitte. Ohne Worte. Ich kann den Umriss des Friedhofstors in der Ferne erkennen. So, Leute. Und dieses Wimmelbild werden wir in der nächsten Aufnahme machen. Ich hoffe, euch hat es heute wieder mal gefallen. Und bis dahin, euer TheRattle05. Bye, bye.